Einen wunderschönen guten Morgen. Die Stimme ist jetzt wieder da und wir sind am zweiten Wiesentag 2013 hier kurz vor dem Trachten- und Schützenumzug und nehmen hier ein bekanntes Gesicht. Servus, guten Morgen, unser Münchner. Kindle. Sag mal, den ersten gestrigen Tag gut überlebt und wie geht's dir heute? Ja, alles gut überlebt. Ein bisschen Muskelkater, ein bisschen schlecht jetzt, 4 Stunden auf dem Pferd, aber das werde ich schon aushalten. Der Muskelkater kommt vom Pferd sitzen oder von was kam der? Vom Bierbank drücken? Nee, vom Pferd sitzen und vom Fassel sitzen. Jetzt erzähl mal, du warst ja gestern beim Anstich mit dabei im Schottenhammel. Für dich ist es ja schon fast alltäglich, wäre ich schon fast gesagt. Aber das war für dich auch eine Premiere oder vielleicht auch ein trauriger Abschied. Du warst ja gestern dabei und Herr Ude hat das letzte Mal gestern das Fassel angestochen. Wie war das denn für dich? Also, man hat schon gemerkt, dass er ein bisschen wehmütig ist und auch ein wenig nervöser als sonst. Aber sonst war es eigentlich fast wie immer. Er hat ein bisschen zu früh angezapft, aber mein Gott, die 3 Sekunden. Er hat ein bisschen zu früh angezapft, liegt vielleicht daran, dass er nochmal was Neues in die Münchner Geschichte einbauen wollte, oder? Aber sag mal, kannst du aus dem Nähkästchen plaudern? Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Hat er in seiner Rede gestern noch irgendwas verändert? Hat er einen anderen Schwung drauf gehabt vielleicht? Erzähl mal so, was in den letzten Jahren vielleicht aufgefallen ist zu diesem Jahr. Also mir wurde gestern erzählt, dass er gestern so gut angezapft hat wie noch nie, auch wenn es zu früh war, aber der sonst immer die Fässer anzapft, hat gesagt, hätte er nicht besser machen können. Ja, in diesem Sinne, also das Münchner Kind ist zufrieden mit dem letzten O-Zopf, oder? Ja, sehr zufrieden. Jetzt sage mal, du bist ja wirklich jetzt die ganze Wiesn immer recht begehrt. Die Leute kennen dich, die Leute sehen dich, ein Dirndl trägst du nicht, zumindest nicht öffentlich, eher privat. Wie ist denn das so mit der Vergütung? Machst du denn? Also, was hat dich dazu geleitet, dass du sagst, ich möchte Münchner Kindl werden? Also, eigentlich hauptsächlich, das ist natürlich eine Ehre. Also, das kann nicht jeder machen und wenn man denn die Chance hat, es machen zu dürfen, dann sollte man, finde ich, die auch ergreifen. Aber mit der Vergütung ist halt ein Ehrenamt und man kriegt nichts dafür, aber... Ja, Ruhm und Ehre. Ruhm und Ehre, genau. Und was sind denn die Voraussetzungen? Weil vielleicht manche Zuschauer jetzt von Wiesengaudi TV gar nicht wissen, welche Voraussetzungen man erfüllen muss für ein Münchner Kindl. Also man muss 16 Jahre alt sein, weil sonst darf man logischerweise kein Bier trinken. Man muss aus München kommen. Münchner Kinder, was nicht aus München kommt, macht irgendwie keinen Sinn. Und man muss aus den Reihen der Schausteller oder Wiesenwirte kommen, um Münchner Kinder werden zu können. Und diese Bedingungen erfüllst du alle? Die erfülle ich alle, ja. Auch das Bier trinken? Ja, auch das Bier trinken. Und wie viel Maß schafft denn das Münchner Kindl so hintereinander zu trinken? Komm, wir sind hier unter uns. Nicht viele, wirklich nicht. Zwei bis drei, aber dann reicht's schon. Richtige oder Radler? Also ich trinke lieber Radler, aber richtige wahrscheinlich 2 und Radler 3, würde ich mal so tippen. Wie viel trinkst du heute noch? Zum Schluss, die letzte Frage. Weiß ich noch nicht, kommt auf meine Stimmung drauf an. Dann hoffe ich, dass du eine gute Stimmung hast. Das war nicht nur Kindl hier vom Schutz von Drachen und so. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Danke.